ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und begrüße euch herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Mein Name ist Joanna und ich habe mir heute ein tolles Fischmenü oder Fischgericht einfallen lassen. Das habe ich euch ja letzte Woche schon angekündigt. Denn letzte Woche haben wir diese kleinen leckeren Fladenbrote gemacht und dazu eben hatte ich euch versprochen, kann man ein Fischgericht kochen und das dazu servieren und das schmeckt in Kombination total lecker und das machen wir nämlich heute, denn es gibt einen Schellfisch in einer Kokos-Ingwer-Soße und dazu unsere Low-Carb-Fladenbrote aus Quark und Ei. Und das hier ist auch ein Low-Carb-Gericht, eignet sich also total super zum Abnehmen, denn wir machen ja im Moment auch die Low-Carb-Challenge, zumindest ich. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich begleitet und unterstützt. Und ich halte mich sehr gerne im Moment an diese Gerichte und die sind auch noch super, super lecker. Und was wir für Zutaten dazu brauchen und wie man dieses Gericht zubereitet, das zeige ich euch gleich. Also bleibt dran! So, und die Zutaten für unser leckeres Fischgericht habe ich uns hier schon mal vorbereitet. Wir nehmen für dieses Fischgericht, weil wir den Fisch auch in kleine Würfel schneiden müssen, einen festen weißen Fisch. Und zwar habe ich mich hier für einen Schellfisch entschieden. Und das sind ca. 300 Gramm. Dann reicht auch die Portion für zwei Personen. Der Schellfisch ist ja ein Fisch, der kommt aus der Familie der Dorsche. Ein schöner, weißer, fester Fisch und eignet sich jetzt auch ganz toll, dass er uns eben in der Pfanne nicht zerfällt. Dann brauchen wir ein kleines Stückchen Ingwer, so circa 3 cm. Das müssen wir dann noch schälen und in Stückchen schneiden und danach in Streifen. Um dem Ganzen noch einen kleinen Pep zu versetzen, nehme ich dann auch noch eine kleine Prise von meinem Ingwerpulver mit dazu, um den Geschmack vom Ingwer nochmal zu unterstützen. Dann brauchen wir 100 ml Kokosmilch aus der Büchse, 2 Teelöffel Limettensaft, ein bisschen Salz, 2 Schalottenzwiebeln und 3 Esslöffel ganz normales Sonnenblumen- oder Rapsöl. Dann habe ich hier ein halbes Bund Petersilie, eine rote Chilischote, aber die ist sehr, sehr scharf. Dann nehmen wir dann noch etwas weniger als eine ganze, weil das hält sonst keiner aus. Die sind so hart, da kann man wohl auch eine grüne nehmen. Die sind nicht ganz so scharf, aber ich nehme jetzt also auf jeden Fall von dieser, also nicht mehr als so viel. Und die müssen wir dann auch noch klein schneiden und samt den Kernchen fein aufschneiden. Und auch noch ein bisschen Koriander, weil Koriander ist immer sehr lecker, auch zu Fischgerichten eignet sich dieses Kraut wirklich auch ganz toll. Ja, jetzt werden wir dann mal unsere Zutaten klein schneiden. Den Ingwer, die Zitrone, Zitrone könnt ihr übrigens auch nehmen, ersatzweise. Falls ihr keine Limetten habt, dann nehmt ihr eine Zitrone, es geht auch. Die Zwiebel in kleine Streifen schneiden, auch hier das Grün etwas klein hacken und den Fisch in 2 cm kleine Würfel. Nachdem wir alle Zutaten jetzt klein geschnitten haben, können wir schon mal beginnen zu kochen. Und zwar müssen wir jetzt zuerst mit ein wenig Öl den Fisch anbraten. So circa 2 bis 3 Minuten und auch nicht zu sehr, dass er sehr austrocknet, denn er soll ja schön fest und saftig bleiben. Auch darauf, dass der Fisch schön gleichmäßig durchgebräunt ist von beiden Seiten. Immer ruhig auch mal einzeln umdrehen, auch wenn es ein bisschen komplizierter ist, dass er halt nicht von der einen Seite zu trocken ist und von der anderen noch nicht ganz durch.
denn wir legen ihn ja später auch in die Soße und da zieht er dann auch noch mal ein bisschen durch. Denn Fisch, auch Fleisch oder auch die Scampis, wir haben ja schon öfters mal gekocht, da habe ich euch ja schon immer erklärt, dass ihr das Fleisch und den Fisch nicht totbraten sollt. Also immer mit Bedacht. Und ich denke, dass es jetzt soweit auch langsam schon reicht. Dann legen wir den Fisch zur Seite, nehmen ihn aus der Pfanne raus und braten dann danach die Zwiebeln mit etwas Chili an. Ich nehme aber jetzt doch nicht so ganz, auch wenn es nicht mal ein Viertel, glaube ich, war. Es ist ein bisschen über ein Viertel von der roten Chili. Ich traue der Sache immer nicht so. Nicht, dass es mir jetzt zu scharf ist und dann schmeckt es auch nicht, wenn der Hals brennt. Ja? Dann gebt ihr den Rest von dem Öl in die Pfanne und bratet darin die Zwiebeln mit etwas Chili an. Und da ist da wieder der Geruch nach der Kindheit. Sobald die Zwiebel in der Pfanne ist, riecht es nach Kindheit, findet ihr nicht? So, dann noch ein bisschen den Ingwer dazugeben, auch etwas mit anbraten. Riecht richtig toll, diese Kombination von Zwiebel und Ingwer. Man riecht auch den Ingwer in der Pfanne. Schade, dass es noch kein Geruchs-YouTube gibt, aber irgendwann bestimmt. Es ist wirklich sehr interessant, diese Kombination in der Pfanne. So, das reicht auch schon. Etwas glasig nur alles ein bisschen andünsten. Und dann gibt man etwas von den Kräutern dazu. Ein kleines bisschen Koriander. Und ein kleines bisschen Petersilie. Das rührt ihr dann auch dazu um. Lasst es etwas zusammenfallen, die Kräuter. Und dann gebt ihr die Kokosmilch mit dazu. Dann wieder ein bisschen umrühren, das Ganze etwas einreduzieren lassen. Und jetzt gebe ich auch noch etwas von dem Limettensaft mit dazu. Hier habe ich dann 2 Teelöffel. So, und dann geben wir noch ein bisschen Salz mit dazu. Und ein ganz kleines bisschen Ingwerpulver noch, um den Geschmack noch etwas von dem Ingwer zu unterstützen. So, und dann ist die Soße schon soweit fertig. Und dann können wir jetzt den Fisch dazugeben und den noch ein bisschen in der Soße ziehen lassen. Und schon ist unser leckerer Schellfisch in einer Kokos-Ingwer-Soße fertig zum Servieren. Und was brauchen wir dazu? Genau, unsere leckeren kleinen Low-Carb-Fladen. Die haben wir ja letzte Woche schon gemacht. Die geben wir jetzt dann noch mit dazu und dann können wir unseren Teller ganz, ganz toll und lecker anrichten. Also bis gleich. So, ihr Lieben, und schon ist unser Gericht fertig und zum Anrichten auf den Teller bereit. Und ihr glaubt gar nicht, was hier für ein schönes Aroma aus der Pfanne hochsteigt, was für ein Duft, diese Mischung der Kräuter und Gewürze. Auch Koriander ist so ein tolles Kraut und passt natürlich unwahrscheinlich gut zu Fisch. Ja, und jetzt werden wir uns hier mal ein kleines, nettes Portionchen auf dem Teller anrichten. Und dazu servieren wir hier auch unser Fladenbrot. Das haben wir ja letzte Woche gebacken, unser Low-Carb-Fladenbrot mit Sesam und Mohn. Und das schmeckt ganz toll dazu, denn das eignet sich auch, dann die Soße dort ein bisschen mit aufzutunken. Yeah.
So, voilà! Und fertig ist unser leckeres Fischgericht angerichtet auf dem Teller. Fertig was? Ja, was habe ich denn jetzt gerade gesagt für einen Satz? Nochmal. So, voilà! Und fertig ist unser Teller angerichtet, das wunderschöne Fischgericht. Jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Und hier ist es, unser super leckeres Fischgericht. Fertig angerichtet auf dem Teller. Und dazu servieren wir die kleinen Fladenbrote, die wir letzte Woche gemacht haben. Da verlinke ich euch das Video hier nochmal oben und auch unten in der Infobox. Denn die eignen sich wirklich ganz toll dazu. Denn hier kann man auch die Soße so ein bisschen mit auftunken. Und es schmeckt wirklich hervorragend. Ich verspreche es euch. Probiert dieses Rezept doch einfach mal nach. Es ist gar nicht so schwer und es schmeckt wirklich toll. Und auch für unsere Low-Carb-Serie eignet sich das natürlich sehr, weil wir wollen ja abnehmen, zumindest ich. Also ich halte mich auf jeden Fall an solche tollen Rezepte. Und es sind auch so viele Gewürz- und Kräuterkombinationen drin, die man oft eigentlich gar nicht so hat zu Hause und die man auch gar nicht kennt. Und das macht auch einen ganz tollen, besonderen Geschmack. Man soll ruhig mal ein bisschen was ausprobieren, auch besonders, wenn man jetzt Low-Carb essen will und halt nicht die besonderen Sachen, die man halt kennt, mit Nudeln, Kartoffeln so viel und Reis und. Aber dann kann man das auch ein bisschen ausweiten, indem man einfach neue Kräuter und Gewürze probiert und auch dann nutzt zum Kochen. Ja, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Probiert dieses Rezept mal aus. Hinterlasst mir doch gern auch mal einen Kommentar, wie es euch geschmeckt hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, drückt doch einfach mal hier auf Abonnieren und aktiviert noch die kleine Glocke. Dann sehen wir uns jeden Sonntag um 20 Uhr, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Feinfein schmeckt's. Bis dahin. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und eine schöne Woche. Ciao, ciao, macht's gut, eure Joana. Ich bleib euch stehen.